Ich möchte dich daran erinnern, dass du inneren Frieden erst dann erlangen kannst, wenn du dich entscheidest, Ereignissen oder anderen Menschen nicht mehr die Macht zu geben, deine Gefühle und deine Gedanken zu kontrollieren. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach, weil wir alles und allem die Macht geben, unsere Gedanken zu kontrollieren, vor allen Dingen die Politik aktuell. Es ist eine große Herausforderung, aber wir können gemeinsam daran arbeiten. Wir können gemeinsam daran arbeiten, unsere Gedanken immer wieder in die Richtung zu denken, die wir denken wollen. Was ist dein erster Schritt? Wie willst du das machen? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare und ich werde dir jetzt einen Trick verraten, wie ich das im Alltag mache. Ich habe ein riesen Vision Board und ich habe Sätze da drauf stehen. Immer wenn es mir schlecht geht, ich arbeite mit dem Gefühl, ich unterdrücke es nicht. Und dann beschäftige ich mich genau damit, was ich mir wünsche. Ich habe überall Bilder hängen und Sätze, wie gesagt, Affirmationen. Dann lese ich sie ein paar Mal und wiederhole sie und wiederhole sie und wiederhole sie. Und dann bin ich schon in einem anderen State. Was anderes, was mir auch hilft, Comedy-Shows, die ich mir anschaue. Gibt es auf TikTok, gibt es auf Instagram, gibt es auf YouTube. Das sind kurze, knappe 2-Minuten-Videos, wo ich dann einfach anfange zu lachen. Und dann bin ich auch schon wieder raus. Weil der meiste Shit ist in unserem Mind, in unserem Geist, in unserem Kopf. Und wir glauben diesen Sachen, wir glauben denen so sehr, wir geben dem so viel Macht und Raum und Energie, dass es uns runterzieht. Kannst du dafür sorgen, einen Weg zu finden, dich besser zu fühlen im Alltag, egal was gerade da ist da draußen, dass du in dir, in deinem Inneren dafür sorgst, dass du dich gut fühlst? Und du wirst sehen, wenn du da einen Weg findest, wird sich die Realität von außen immer mehr deiner Innenrealität anpassen. Und du wirst dich wundern, warum Menschen plötzlich netter sind. Und gerade Menschen, von denen du dachtest, dass die gemein sind, werden immer netter. Situationen, wo du dachtest, du wirst da nie rauskommen, da wird es eine Lösung geben. Und nochmal kurz zum Abschluss kurz. Ich hatte auf Instagram vor kurzem eine Nachricht bekommen von einer stillen Zuschauerin, die meinte, ich verfolge deine Videos schon sehr, sehr lange. Und das, was sie mitgenommen hat, ist das, was ich gerade mitgegeben habe. Egal, wie es gerade im Außen aussieht, dass sie immer wieder daran gearbeitet hat, im Innen in die Freude zu kommen. Und sie hatte eine Gerichtsverhandlung, wo sie ganz viel hätte zahlen müssen und wo sie eventuell hätte ins Gefängnis gehen müssen. Und sie konnte natürlich ein paar Tage nicht schlafen vor dem Termin, bis ihr eingefallen ist, was ich in den Videos erzähle, dass egal, was im Außen ist, mach in deinem Inneren Frieden. Und sie fing an, darin sich zu üben. Am Tag der Gerichtsverhandlung oder war das ein Tag vorher, wurde die Gerichtsverhandlung abgesagt, weil derjenige, der sie verklagt hat, hat seine Klage zurückgezogen. Sie hat sich bei mir tausendmal bedankt, weil sie meinte, ich hätte nie gedacht, dass es funktioniert. Danke. Erst dann, wenn ich die Erfahrung mache, ich selber, wenn ich es an mir probiere, dann kann ich erst sagen, ob es funktioniert oder nicht. Viele klicken schon weg und gucken sich das Video gar nicht an, weil die denken, Quatsch, probier es aus. Probier es aus, dass egal was im Außen ist, du in deinem Inneren für Frieden sorgst. Es ist eine große Herausforderung, für seinen eigenen inneren Frieden zu sorgen, weil wir es nicht gelernt haben. Aber man kann es üben. Man kann dranbleiben. Und man kann Wege finden. Und dafür wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg, ganz viel Kraft und ganz viel Geduld.